meine Lieben, ich wollte euch eben schnell mein Project Life Album vollendet für Woche 8 und 9 vorstellen. Und zwar habe ich zwar ein Process Video gemacht, aber leider irgendwie habe ich immer mit was anderem zu kämpfen gehabt. Entweder war meine Karte voll, mein Akku war voll, leer oder das Licht ging nicht oder wie auch immer, sodass ich zwar einen Teil des Prozesses gefilmt habe, den könnt ihr euch auch im Anschluss anschauen, wenn ihr wollt, aber ich würde euch einfach jetzt einfach nur noch zeigen, was ich gemacht habe und so ein bisschen was dazu erklären und ein bisschen was zu den Bildern sagen. Das hier kennt ihr ja noch, finde ich immer noch nach wie vor sehr gut, ist eins meiner Lieblingsteile in dem Album soweit gewesen. Ich habe dann jetzt einfach noch, weil ich für die Woche 9 ein Doppelspread machen wollte, hier noch eine Filler-Card reingemacht, Dream as Big as the Sky, passt natürlich farblich auch super hier in das ganze Layout, ist aber von einem anderen Kit gewesen, also es dürfte normalerweise nicht davon sein. Habe dann hier unten noch eine Karte rausgezogen, die ich in meinem Stash hatte, das ist so ein bisschen so mit Sternen und sowas, deswegen habe ich gedacht, passt das ganz gut. Dann habe ich diese schwarzen Label-Sticker, ich weiß nicht von welcher Kollektion die waren, ich habe leider die Verpackung abgerissen und kann euch nicht sagen, was für ein Hersteller das ist, aber hier noch ein Felicity Jane Herzchen aus der London Collection und dann hier drumherum gedudelt. Mein Journaling habe ich gemacht mit dem Ellie Edwards Pen, den ich mal in einem Video vorgestellt habe. Ja, das war es dann eigentlich zur Woche 8. Woche 9. Wie gesagt, ein Doppelspread, also das ist alles Montag bis Sonntag, wobei ich nicht für alles ein Foto habe, aber ja, sag ich mal so, meine Highlight-Fotos für die letzte Woche habe ich hier jetzt einfach mal gedisplayed und ich glaube, ich mache es jetzt wirklich so, dass ich die Woche immer komplett rumgehen lasse und dann erst weiter gestalte. Das dürfte normalerweise mehr Sinn machen, wie zweimal da was zu filmen und ja, keine Ahnung. Könnt ihr mir ja sagen, ob ihr das gut findet oder nicht. Hat natürlich den Vorteil, dass es nicht ganz so viele Videos sind, beziehungsweise den Nachteil. Je nachdem, wenn ihr euch das Ganze gerne anschaut, ist es wahrscheinlich eher ein Bummer für euch, aber gut, ja. So, ja, jetzt sage ich noch was zu meinen Fotos für die Woche 9. Also da ich ja mehr oder weniger nicht mehr so viel Aktivitäten hier habe, habe ich mich so ein bisschen auf Fernsehen und Filme zurückgezogen, ne? Und ich habe mir Netflix geholt, ich glaube für 11 Euro irgendwas das Abo oder sowas und man kann halt alles mögliche schauen, Serien und so weiter und Netflix hat auch irgendwie Eigenproduktionen und die hat mir diese Serie vorgestellt oder vorgeschlagen bei Nona Erb. Ich mag ja so ganz gerne so Supernatural und sowas in die Richtung, das ist eigentlich so total mein Ding und habe dann gedacht, ach ja komm, schau dir das Ganze mal an. Es gibt eine Staffel mit 13 Folgen und ich habe, glaube ich, jetzt schon 6 Folgen davon gesehen. Ja, aber ich dachte, ich dokumentiere es einfach mal, weil es jetzt in der Woche halt mehr oder weniger an so ein paar Tagen dazu kam, dass ich mir halt die Folgen angeguckt habe. Habe dann hier von einem Stempelset von Felicity Jane so eine Bewertungsskala rausgezogen und habe dann quasi das Ganze mit 3 von 5 Sternen bewertet. Ja, ich gucke es mir mal weiter an. Ach ja, übrigens, die Papiere, die ich verwendet habe und auch die zum größten Teil die Embellishments sind alle aus dem London-Kit, also aus dem Kit von Februar. Ja, hier unten ist dann ein Foto von morgen. Was ich hier einfach gemacht habe, ist Designpapier. Das ist super schön. Ich mag die Farben super gerne. Runtergeschnitten auf 4×6. Und das hier waren, glaube ich, noch ein Scrap-Papier. Und das hier, das sind Teile aus den Cut-Apart-Pieces, diese Sticker-Sheets, die man ja damit bekommt. Jetzt zum Glück auf 12×12 Basis. Da waren dann halt so Tags, die fand ich ganz schön. Das Herz fand ich schön und Love You habe ich ausgeschnitten und dann nochmal drumherum gedudelt. Da seht ihr Morgen und mich beim Fernsehen mehr oder weniger. Also da ist unsere Kuscheldecke, da liegt Morgen. Und ich sitze hier so im Schneidersitz, so halb, weil mein Hund mir keinen Platz macht. ja, super schön. Ist auch immer so ein Erinnerungs- oder erinnernswert, sage ich mal so. Ich mag es einfach ganz gerne mit meinem Hund zu fernsehen und zu kuscheln. Das ist auch immer für mich so wieder ein Highlight. Deswegen ist Morgen auch eigentlich jede Woche mit einem Bild mindestens dabei. Dann habe ich hier noch so ein kleines Mini-Insert. Das ist von Simple Stories. Das ist jetzt nicht von Becky Higgins, dieses Insert. Da habe ich nochmal ein Foto von meinem Bäuchlein dann auch dokumentiert. Da war ich so am Sitzen und dachte so, Mensch, hast du eine Trommel. Dann sind hier diese kleinen ganzen Cut-Apart-Pieces alle von diesem Sticker-Sheet.
Ich habe natürlich ein bisschen Washi eingebaut. Ne? Washi muss immer sein, auch wenn es nur ein ganz, ganz klein bisschen ist. Hab auch ganz fleißig diesen Monat alles schön ausgeschnitten, damit man wirklich das Ganze auch benutzt. Bei mir liegt es immer so ein bisschen daran, dass wenn es nicht ausgeschnitten ist, ich das Ganze nicht benutze. Deswegen habe ich mich hingesetzt, ausgeschnitten und habe tatsächlich ganz, ganz viele Elemente von diesem Stickersheet verwendet. Ja, genau, dann halt noch ein paar Bling Pieces, die hatte ich in meinem Stash. Dann habe ich hier den süßen kleinen Paperclip, da habe ich einfach nochmal so ein Additional Foto dran gemacht. Das ist ein Foto von mir, das habe ich mehrfach ausgedruckt gehabt, wie ich ja immer so schön sage, diese Scrap-Fotos, die ich halt dann immer verarbeite. Aber ich habe das hier schon in meinem Traveler's Journal und auch in meinem Babybuch, sodass ich es dann quasi irgendwie noch hier mit reinbringen musste, weil sonst müsste ich es tatsächlich wegwerfen. Und das wollte ich dann auch nicht. Deswegen jetzt hier hinten dran geklippt. So, jetzt gibt es ein Bauchbild von mir in der Badewanne. Ich hoffe, es stört niemanden. Ich habe lange überlegt, ob ich es zeigen kann oder nicht. Aber ich habe mich dann jetzt dazu entschlossen, da man ja wirklich gar nichts sieht, außer meinen Bauch und ein bisschen an Blasen, sollte es okay sein. Falls nicht, dann klickt einfach raus oder hört nicht mehr zu oder springt einfach weiter. Ja, aber ich hatte dann einen Wellness-Tag mehr oder weniger gemacht und das war so schön und ich habe das Ganze so genossen, dass ich ein Foto machen musste und ich habe mich totgelacht, als ich mich in die Badewanne gelegt habe, weil ich wirklich so viel Wasser reingemacht habe, aber der Bauch einfach trotzdem oben drüber schwamm und egal wie viel Wasser ich reingemacht habe, ist es dann wieder abgelaufen, weil es dann zu viel war. Und wenn mein Bauch nass sein sollte, musste ich mich irgendwie so ein bisschen hinsetzen oder zur Seite legen. Fand es total lustig, aber es war trotzdem schön und spannend. Hier hinten in der Ecke sieht man noch so ein Quietscheentchen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf dem Video sieht. Aber hier sind nochmal zwei Fotos. Ich hatte noch eine Maske auf und habe dann einfach wirklich mal eine halbe Stunde schön in der Badewanne gegammelt. Das hier ist nochmal mein Label Punch. Der ist von EKSXS. Den habe ich ja auch schon ein paar Mal gezeigt in Videos. Und dann habe ich drumherum gedudelt und These Moments, das ist auch von einem Felicity Jane Kit. Ich weiß jetzt aber nicht, welches Stempelset das war, aber ich habe ja jetzt einige mittlerweile schon. Mittlerweile hat man ja eine schöne Auswahl, was das angeht. So, dann zur letzten Seite. Hier sehen wir, oder hier habe ich dann quasi mehr oder weniger die Woche drüber geschrieben, Week 9, mit so Foam-Stickern. Die finde ich irgendwie ganz schön und die waren schmal, sodass sie schön auf die Karte gepasst haben. Dann habe ich hier noch so ein Gummiteilchen verwendet. Ich glaube, das war aus dem Vormonatskit, wenn ich mich nicht irre. Ich bin nicht ganz sicher. Mein Journaling hier gemacht, drumherum gedudelt. Gefällt mir eigentlich ganz gut, die Karte. Dann ist hier der super süße kleine Mann, das ist mein Patenkind, das ist der Dominik, der ist am Montag, beziehungsweise letzte Woche Montag, ein Jahr alt geworden. Super süßer kleiner Fratz, den musste ich natürlich dann jetzt auch hier reinbringen. Und dann habe ich halt auch einfach dazu geschrieben, dass es mir so ein bisschen leid tut, dass ich die kleinen Mäuse nicht so oft sehe, ne? Die wohnen in Amerika. Und ja, ich bin ganz froh, dass sie jetzt momentan bei meiner Schwester sind. Da gibt es mal ein bisschen Skype-Time. Meine Kleine oder die Größte von den dreien, die sagt immer so süß Gordi. Könnte ich mich wegwerfen. Da freue ich mich immer, wenn ich dann mit meiner Schwester telefoniere. Dann kommt sie dann auch immer und sagt, hi Gordi und hi Paddy. Könnte ich mich echt wegschmeißen. Naja, und genau, und dann haben wir hier, also das ist dann Lilly und das ist Laila. Und auch hier wieder Papier von Felicity Jane. Super süß mit den Herzen, das musste natürlich sein. Und dann habe ich hier noch einmal so ein Cut-Apart-Tag von diesem Sticker-Sheet. Und dann habe ich endlich meinen Gummi-Sweet verwenden können, was ich doch auch schon so oft in Projekten unterbringen wollte. Bei den Mädels hat es jetzt super gepasst gehabt. Und dann war hier noch so ein Chipboard-Piece dabei, das war auch im London-Kit. Nachher im Video seht ihr, was da alles dazu gehört. Alles, was ich zeige, ist mehr oder weniger auch das London-Kit. Wie gesagt, habe hauptsächlich davon jetzt Papiere und Embellishments verwendet, außer jetzt glaube ich den Streifen und den Streifen, das war jetzt wirklich mal was anderes. Und mit dem Stamp, da bin ich mir auch nicht so sicher. Ansonsten, ja, und die Gummiteile, genau, die waren auch aus einem anderen Set. Ja, aber das war dann die Woche soweit. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wie gesagt, im Anschluss habe ich dann halt mein Process-Video im Schnelldurchlauf, weil halt nicht alles gefilmt wurde. Ein Teil davon könnt ihr euch ansehen. Also es ist in der Tat so, dass quasi so die Base, das Anbringen von den Fotos und so weiter drauf ist. Nur diese Endverzierung, also sprich Journaling nicht, Stamping nicht
und ich glaube, das ein oder andere, was an Bling da drauf ist, das ist dann auch nicht dabei. Aber wie gesagt, könnt ihr euch ja dann anschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten schaltet doch dann jetzt einfach raus. Ja, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und ja, Likes, ja, Kommentare, wie auch immer, sind natürlich sehr erwünscht. Und wir sehen uns demnächst.